erstmal, was verbindet Wachstor und Potze mit dem Protest gegen Amazon? Ganz einfach, das Thema Gentrifizierung verbindet uns. Denn überall, wo Amazon auftaucht, schreitet die Gentrifizierung massiv voran. Naja, und auf Wachstor und Potze, die beiden ältesten selbstverwalteten Jugendzentren Berlins, sollen einem Unternehmen weichen, was ebenso als Gentrifizierer auftritt, nämlich dem Anbieter von Coworking und Co-Living Spaces Rent24. Seit 2015 versagt die Stadtpolitik dabei, adäquate Ersatzräume für Drugstore und Potze zu finden. Seit fast 50 Jahren, nämlich seit 1972 fürs Drugstore, seit 1979 für die Potze, findet allen Widrigkeiten zum Trotz weiterhin selbstverwaltete Jugendarbeit statt. Insgesamt wird der Schöneberger Norden zurzeit massiv gentrifiziert. Immer mehr Läden verlieren ihre Räume und jetzt zieht auch noch der Gigant Sony Music in die Potsdamer Straße. Wir mussten uns in dem inzwischen 5 Jahre andauernden Existenzkampf erstmal Gehör verschaffen. Denn am Anfang wurden wir nicht ernst genommen. Weder von der Politik noch vom Jugendamt. Es gab unzählige Kundgebungen, Demonstrationen und andere Aktionen. Und auch die Mietenwarnungsdemonstration im vorletzten Jahr, 2018, ist mit bis zu 30.000 Menschen bis vor Ort Rockstar und Potze gelaufen. Dieses Jahr wird am 28. März die Mietenwarnungsdemo auch wieder vor der Potsdamer Straße 180 enden. Dennoch ist das Land Berlin und der Bezirk Tempelhof-Schöneberg nicht in der Lage, oder nicht willens, adäquate Ersatzräume für die Jugendzentren zu finden. Auch nicht nach über 4 Jahren Suche. Silvester 2018 lief der Mietvertrag für die Potsdamer Straße 180 aus und das Rockstar musste die Schlüssel zu ihren Räumlichkeiten abgeben, um das Tommy-Haus und das Haus Projekt Mannsteinstraße, die im selben Trägerverein sind, vor Schadensersatzklagen zu schützen und damit den Wohnraum von dort 70 Wohnplätzen nicht zu gefährden. Die Potze hingegen hat die Schlüssel nicht abgegeben. Klar ist, wir von der Potze haben nichts zu verlieren, bis auf die Potze, wie wir sie bisher kennen. Für uns ist klar, wir werden die Räume nicht verlassen, bis es für das Rockstar und die Potze adäquate Ersatzräume gibt. Also Räume, in denen wir laut sein können und die genug Platz für 2 Konzerträume, Proberäume, Werkstätten, Waschküche und alle weiteren Angebote der Kollektive bieten. Das Rockstar hat mit dem Bezirk um Räume in der Potsdamer Straße 134, 136 für leise Nutzungen verhandelt. Die Potze ist von allen Verhandlungen ausgeschlossen, solange sie die Potsdamer Straße 180 weiter nutzt. Verhandelt wurde seit über einem Jahr. Die Nutzungsverträge wurden zwar inzwischen unterschrieben, aber der Umbau hat noch immer nicht angefangen. Angeblich hätte das Rockstar dort letztes Jahr schon einziehen können sollen. Naja. Das Rockstar ist seit über einem Jahr auf der Straße, ohne eigene Räume. Alle Veranstaltungen finden im Exil statt. Die Potze hat Anfang Mai 2019 dann die Räumungsklage für die genutzten Räume in der Potsdamer Straße 180 zugestellt bekommen. Jedoch nicht vom Eigentümer, sondern von Jugendstadtrat Oliver Schwork von der SPD, also ein sogenannter Sozialdemokrat. Aha. Der Räumungsprozess fand am 8.01.2020 statt und die Lage könnte nicht ernster sein. Zwar wurde aufgrund von Befangenheitsanträgen gegen den Richter, welcher keine Jugendlichen unter 16 Jahren im Gerichtssaal lassen wollte, bei einem Prozess gegen ein Jugendzentrum, der Prozess auf den 10.06. verlegt, beziehungsweise die Urteilsverkündung. Dennoch ist es nur ein kurzer Aufschub, welcher lediglich den Räumungstermin verschiebt. Wir können uns nicht vorstellen, dass sich die Linkspartei, Grüne und SPD auf die Fahnen schreiben lassen wollen, die ältesten selbstverwalteten Jugendzentren räumen zu lassen. Der einfachste Weg zu einer konstruktiven Lösung sind Ersatzobjekte, kurzfristig wie langfristig. Es braucht eine kurzfristige Lösung, sodass wir endlich wieder Konzerte veranstalten und Proberäume anbieten können. Langfristig wären Objekte wie der Bunker in der Pallastraße eine Option. Doch es fehlt offensichtlich der Wille in der Politik, selbstverwaltete Jugendarbeit zu erhalten. Wir fordern, dass die Politik endlich handelt und das nicht, indem sie den Jugendlichen die Polizei auf den Hals setzt, sondern konstruktiv agiert und Rockstar und Potze adäquate Ersatzräume anbietet. Coworking und Co-Living Spaces von Rent24 sind mitunter der Grund, weswegen wir raus sollen. Sony Music wird an der Bülowstraße für eine rasante Gentrifizierung sorgen. Egal ob Amazon, Rent24 oder Sony Music, Gentrifizierer sind angreifbar. Denn dem Kapitalismus und der Gentrifizierung werden wir keinen Platz machen. Die Stadt gehört uns. Wir erklären uns solidarisch mit allen Projekten und Mieterinnen, die sich dem Mietenwahnsinn in den Weg stellen. Deswegen sind wir heute hier und wir sind viele.
Liebe 34, Meute, Syndikat, Sabotgarten, Köpi, Riga 94 bleiben. Gib der Friedel, der G17A, dem Drugstore und allen Verdrängten ihre Räume zurück. Drugstore lebt, Potze bleibt. One, struggle, one, fight.